Was passiert eigentlich durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Wie wird die Arzt-Patienten-Beziehung beeinflusst? Die digitale Transformation wird auch das Arzt-Patienten-Verhältnis auf ein neues Level bringen. Jahrelang haben wir davon gesprochen, dass der Patient sich weiter emanzipieren muss. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass der Patient das Zepter in die Hand nimmt. Das Zepter in die Hand nehmen bedeutet, dass Patienten sich aktiv Informationen beschaffen können. Mit Gesundheitsinformation ist es wie mit diesen Türen auf diesem Flur. Es gibt viele Gesundheitsinformationen, die dem Patienten im Verborgenen bleiben. Durch das Internet allerdings kann der Patient relevante Informationen suchen und sie selbst für sich auswerten. Dass dem Patienten so viele Informationen zur Verfügung stehen, bleibt auf der anderen Seite auch nicht ohne Folgen für den behandelnden Arzt. Um beim Arzt am Tresen zu stehen, kann es manchmal Wochen oder gar Monate dauern. Wartezeiten sind heute nach wie vor ein Problem. Es kann sogar sein, dass der Patient in der Zeit so viel Wissen angehäuft hat und frisch gegoogelt in die Arztpraxis kommt, dass er den Arzt mit sehr vielen Informationen überhäuft und der Arzt dagegen gar nicht mehr ankommen kann. Im Gesundheitswesen spricht man von asymmetrischen Informationen. Es war immer so, dass der Arzt mehr Informationen hatte als der Patient. Doch auch der Patient kann mehr Informationen haben als der Arzt. Man spricht hier von einer zweiseitigen Informationsasymmetrie. Trotz der Asymmetrie in der Informationsübermittlung entstehen durch die Digitalisierung neue Kommunikationsformen. Jahrelang haben wir davon gesprochen, dass der Patient gläsern ist. Jetzt kommt noch ein neuer Begriff dazu, der gläserne Arzt. Dies passiert durch Transparenz und durchs Internet. Der Arzt wird durch Patienten bewertet und es werden verschiedene Vergleichsmöglichkeiten angeboten, wie der Arzt durch den Patienten bewertet werden kann. Neben den so gesammelten Informationen über Ärzte könnten auch Patienteninformationen digital abgespeichert und so Abläufe schneller und effizienter werden. Die Arzt-Patienten-Kommunikation würde sich deutlich verbessern, wenn mehr Daten verfügbar wären. Sie kennen sicherlich diese kleine Karte, die viele von Ihnen im Portemonnaie haben. Auf dieser Karte ist bislang lediglich Ihr Foto abgespeichert. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Estland, sind sämtliche Daten der Kommune, der Gesundheit sowie weitere Daten in der Cloud entsprechend abgespeichert, sodass der Arzt jederzeit darauf zugreifen kann. Die Arztpraxis 2.0 zeichnet sich dadurch aus, dass es wenig Wartezeiten gibt, dass die Arztpraxis generell ziemlich ruhig ist, weil keiner mehr telefoniert und sich die Frage stellt, ob überhaupt die Zahnarzt- oder Arzthelferin noch gebraucht wird. Heute kann ich mein Hotelzimmer oder meinen Mietwagen jederzeit im Internet buchen. Wieso geht sowas im Gesundheitswesen nicht? Wieso kann ich nicht um 3 Uhr morgens meinen Arzttermin buchen? In Zukunft wird es so sein, dass der Patient seine Dienstleistung zu jeder Uhrzeit buchen möchte. Und das egal, wann er es will. Das Gesundheitswesen in Deutschland ist nicht gerade für seine Geschwindigkeit bekannt. Schätzungsweise 10 bis 15 Jahre liegt das heutige Gesundheitswesen hinter Branchen wie dem Handel oder der Automobilindustrie. Es wird Zeit, dass die Geschwindigkeit deutlich schneller wird und das Gesundheitswesen von morgen auf solide Gleise gestellt wird.